Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trials Fusion. Und jetzt denkt euch wahrscheinlich, Alter, was geht denn mit dem Basco ab? Der ist ja komplett bescheuert gerade. Ja, das bin ich gerade, Leute. Heute habe ich wirklich einen richtig krass schwierigen, durchwachsenen und auch schönen Lebensabschnitt endlich beendet. Ich habe mein Abitur und bin einfach der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Und deswegen heute eine kleine Special-Folge. DayZ gibt's dann, ja, vielleicht morgen oder heute Abend auch noch. Ich weiß nicht, gibt's auf jeden Fall bald wieder. Aber jetzt erstmal eine Runde Trials, weil, ja, ich weiß nicht. Ich muss einfach mit euch das jetzt so ein bisschen, wir reden. Es ist wirklich so geil. Ich habe ein paar Pläne für die Zukunft, ich weiß noch nicht, was ich studieren soll. Das steht noch irgendwo oben in den Sternen. Das weiß ich einfach noch nicht. Da habe ich noch nicht das gefunden, was mich wirklich angesprochen hat. Manche fangen jetzt irgendwie schon in 2 Monaten an zu studieren. Da denke ich mir nur, what the fuck. Ja. Aber ich würde sagen, ich spiele jetzt ein bisschen Trials und wir reden zusammen ein bisschen drüber und tauschen hier so ein paar Sachen aus. Natürlich gleich eine schwere Strecke, weil die können wir ja so gut. Ja. Abitur habe ich heute bestanden. Heute das Zertifikat bekommen. Und jetzt vielleicht mal eine Message an alle die von euch, die noch irgendwie, keine Ahnung, in der, ich weiß nicht, in irgendeiner Schule sind und eben noch nicht ihren Abschluss haben oder noch nicht wissen, machen sie das Abitur wirklich bis zum Ende, machen sie es nicht. Und manche von euch denken sich jetzt vielleicht, Abitur ist viel zu hart und unmöglich oder sowas. Und Leute, es ist wirklich, tut es einfach. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann macht's. Ich bin auch kein schlaues Gehirn oder so. Ich bin zwar auf dem Gymnasium und so, bin auch nie irgendwie sitzen geblieben oder sowas. Aber ich hatte vor allem in der Oberstufe ganz schöne Probleme. Vor allem mit Mathe und so. Da hatte ich eigentlich immer nur so eine 4 oder eine 5 oder so im Zeugnis stehen. Ganz schön scheiße. Oh Mann, deswegen war ich auch so mega nervös heute, ob ich wegen Mathe irgendwie in eine zusätzliche Nachprüfung muss. Das bedeutet, man muss dann nochmal in die Schule und nochmal irgendwie, ja, ich hätte da irgendwie 3 Punkte gebraucht für den einen Punkt. Also falls ich 0 jetzt gehabt hätte, hätte ich praktisch in der Nachprüfung 3 gebraucht. Also ganz schön schwer hier. Und da hätte ich auch so bestanden, aber es ging auch ohne und das macht mich mega glücklich einfach nur. Weil sonst hätte ich halt nächste Woche nochmal lernen, für nächste Woche nochmal lernen müssen, wäre nicht so geil gewesen. Aber nochmal für diejenigen, die meinen, Abitur ist zu hart. Welche, die vielleicht auf der Realschule sind und noch nicht wissen, wohin, kann ich euch wirklich nur sagen, macht das Abitur. Ich habe jetzt einen 3,0er Schnitt, kann ich einfach mal so sagen. Ich bin auch, also das bin ich auch voll zufrieden mit. Ich hätte, glaube ich, irgendwie 8 Pünktchen für 2,9 gebraucht. Ja, das sind jetzt so Sachen. Da habe ich keine Motivation mehr für, ganz ehrlich. Also, da, das kriege ich rein motivationstechnisch nicht auf die Reihe, mich da zum hinzusetzen und irgendwie für Mathe oder Deutsch zu lernen oder Kunst oder so ein Scheiß. Ja. Wie gesagt, wenn ihr vielleicht nicht gerade die mega schlauesten Köpfe seid oder so, durch Lernen und Kämpfen schafft man wirklich alles im Leben. Durch die richtige Motivation kann man es immer schaffen. In den letzten, ich würde mal sagen, ja, ab der, ich sag mal, 11. Klasse oder so, habe ich natürlich die Motivation verloren. Wie soll man das ja eigentlich schaffen, ganz ehrlich? Da denkt man sich dann schon nach 10 Jahren Schule, also 1. bis 4. Grundschule und dann 5., 6., 7., 8., 9., 10. Gymnasium und dann noch 11., 12. Oberstufe Gymnasium. Da fragt man sich dann schon, hä, Alter, das ist doch immer Deutsch, Mathe, das ist so eine Scheiße, braucht man nie mehr im Leben. Also ich zumindest, Mathe und Deutsch abgehakt, nie wieder. Nie wieder will ich damit was zu tun haben, ganz ehrlich. Das Hindernis ist hier gerade echt nicht machbar, ne? Was wollte ich sagen? Genau. Und trotzdem habe ich mich so wirklich dazu, ja, war wirklich eine harte Zeit. Also vor allem man hat einfach keinen Bock auf Lernen. Lernen ist einfach scheiße und vor allem, wenn man eben Sachen lernen muss, die einen einfach nicht interessieren. Also ich habe ja selber gemerkt, zum Beispiel in der, ich glaube das war, was war das für eine Klasse? 10. Alter, ich schaffe dieses Hindernis nicht, ganz ehrlich. Ach, Moment. Moment.
check's nicht, ganz ehrlich. Juhu! Ich glaube, das zählt nicht. Ich schaff das Hindernis hier nicht, ganz ehrlich. Ich schaff's nicht. Mami. Naja, aber man konnte sich dann wirklich immer dazu ringen. Ach komm. Und am Ende klappt's dann halt doch. Und dann, also, dann ist die Erleichterung natürlich riesig. Aber, Leute, Schule ist eigentlich eine geile Zeit. Es war halt wirklich jetzt nur die letzten Jahre scheiße, weil dieser Leistungsdruck natürlich immer höher wurde. Hat gemerkt, dass man am Limit angekommen ist und irgendwann fragt man sich halt dann schon so, ohne Spaß, die Schule ist, die sackt so richtig hart. Und das war vor allem in den letzten, im letzten Jahr schon fast. Da ging es dann schon los, wo man sich gedacht hat, Alter, ganz ehrlich, Schule, Deutsch, hier Gedichte und weiß was ich, Goethe. Ganz ehrlich, das sind Menschen, die interessieren mich einen Scheiß. Und mit denen beschäftige ich mich nie und die sind auch nicht wichtig für mein Leben oder so ein Zeug. Also, da verstehe ich vollkommen, wenn sich Leute da echt, also ich schaff's nicht. Ich muss aufgeben, ich schaff's nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ich komm da nicht drauf. Ich schaff's echt nicht. Mal schauen, vielleicht. Schaut's mal ins nächste. Moment, was haben wir Neues? Pit Viper? Moment, Leute. Wir ringen gleich weiter. Oh ne, jetzt ist es aufgehangen. So, da bin ich wieder. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ich glaube, irgendwie bei Sinnlosigkeit im Unterricht oder sowas. Sinnlose Fächer, irgendwie sowas. Was sind eigentlich eure sinnlosesten Fächer? Wir nehmen jetzt übrigens mal die Pit Viper, weil die hat mehr Power. Vielleicht geht's ja damit. Welche Fächer findet ihr besonders bescheuert? Also in meinen Augen eindeutig Deutsch. Deutsch ist einfach sinnlos. Ganz ehrlich, Deutsch ist einfach absoluter Crap. Das braucht niemand. Das braucht wirklich niemand. Die deutsche Sprache, klar, die sollte man natürlich können. Alter, wie hoch dieses Bike springt. Die sollte man natürlich irgendwie schon können, wenn man hier in Deutschland wohnt. Aber als hier, wenn ich als deutscher Bürger, ja? Ich meine, ich bin halb Portugieser, aber hier in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, ich kann halt Portugiesisch, aber Deutsch eben besser und auch bin ja hier, ich meine, ich lebe hier, seit ich geboren bin. Ich kann das natürlich und ich meine, jeder, der hier geboren wird oder so, kann die deutsche Sprache und der muss nicht wissen, wer Goethe ist oder so. Also man sollte vielleicht schon wissen, wer Goethe ist oder so, aber man sollte jetzt nicht unbedingt dazu gezwungen werden, irgendwelche Gedichte zu analysieren, die einfach belanglos sind. Ich meine, man liest hier Gedichte über, weiß das nicht, irgendwelche Spastiker, die niemanden interessieren. Irgendwelche Leute, die halt mal vor 1000 Jahren was geschrieben haben, damals fanden das alle so voll scheiße und heute finden es alle plötzlich geil. Beziehungsweise Deutschlehrer finden es geil und dann muss sowas natürlich unbedingt in den Unterricht aufgenommen werden. Warum gibt es keinen Unterricht über Medien? Wie nutzt man das Internet? Wie mache ich eine Steuererklärung? Keine Ahnung. Ne, solche Sachen eben. Oh ne, jetzt sind wir hier schon wieder. Ach Gott, das sieht ja schon wieder... Moment, das leuchtet da so rot. Muss ich hier irgendwas machen? Ich glaube, ich kann da nicht rüber, oder? Ich check's nicht. Ich check die Stelle hier nicht. Und was ist noch Deutsch? Was finde ich noch? Ja, okay, Mathe ab der, ich sag mal... Ab der 10. 10., 11., 12. würde ich sagen. Ist Mathe, also Mathe für normalen Menschen, der mit Mathe, der... Also man sollte natürlich wissen, wie man rechnet und so, aber man muss nicht wissen, wie man hier eine Sinusfunktion und die Nullstellen einer Sinusfunktion aussehen. Ganz ehrlich, das sind Sachen, die hat sich die Schule ausgedacht, um irgendwie... Ja! Oh, leck, das ist machbar. Ist auf jeden Fall machbar. Komm schon! Tu es! Nein, das ist machbar. Das gibt's doch gar nicht. Ja! Nein! Nein, du! Moment. Jetzt. Oh, fuck. Oh, fuck. Aber ich muss nicht wissen, wie eine Funktion, wie man den Graphen davon ausrechnet. Alter, Leute, niemand braucht mir jetzt sagen, dass man das in der Zukunft mal braucht. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, und dann, ich weiß nicht. Also, es gibt manche, die finden Kunst und Sport sinnlos. Alter, das gibt's nicht. Sehe ich ehrlich gesagt...
Also klar, für Leute, die mit Kunst nichts in der Zukunft nichts machen wollen, ist das natürlich sinnlos. Das sind Fächer, die braucht man nicht wirklich. Aber man ist ja gezwungen, also bei uns am Gymnasium ist zumindest so, man muss entweder Musik oder Kunst als Nebenfach wählen. Ich glaube zeitweise sogar beides, ich weiß nicht genau. Schon wieder vergessen. Alter, kann der jetzt hier mal rübergehen, bitte? Moment. Alter, ich... Ach komm, die Map ist scheiße, ganz ehrlich. Aber ich kann natürlich die Leute verstehen, die sagen, oh, FMX. Technikparcours. Ja, geil, komm, mach mal. Kann ich natürlich schon so ein bisschen verstehen, weil wer niemals was mit Kunst also zu tun haben will, wer in, keine Ahnung, wer Doktor werden will oder so, der braucht natürlich über die Kunstgeschichte nichts zu wissen. Das interessiert auch keinen. Mich interessiert es auch nicht, obwohl ich ziemlich sicher in Zukunft irgendwas mit Design, Kunst oder so machen werde. Interessiert mich die Kunstgeschichte trotzdem nicht, weil, naja. Oh, warte, wir müssen, glaube ich, so hoch wie möglich kommen. Okay. Ja, okay. Oh Gott. Ja, welche Fächer findet ihr so mega sinnlos einfach nur? Und ja, genau. Ja, und dann wollte ich einfach noch sagen, dass das Abitur wirklich geil ist. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt hier euer... Ihr braucht ja kein 2, oder 1, Schnitt. Ihr braucht ja nur Abitur. Wenn ihr das Abitur... Nein, ich will nicht herstellen. Nochmal. Ich habe 3,0, habe ich ja glaube ich schon gesagt oder so. Reicht mir vollkommen. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich in die Nachprüfung gehen und die 2,9 oder so holen. Kann man machen, aber in meinen Augen wird das am Ende vielleicht noch die Note verschlechtern. Das ist natürlich scheiße. Und vor allem ist das mega schwer. Und jetzt noch die Motivation zum Lernen. Ne, Leute. Da könnt ihr mich jagen mit. Da könnt ihr mich echt jagen. Ja, okay. Ja, die Höhe passt. ja. Also, falls ihr noch am Gym seid oder Realschule oder ihr wollt vielleicht sogar irgendwie von der Hauptschule aus aufs Gym, ich weiß nicht genau, wie das alles so abläuft, dann macht das auf jeden Fall. Wenn ihr die Möglichkeit habt und wenn ihr auch den Willen habt, dann versucht es auf jeden Fall. Ihr habt eigentlich nicht viel zu verlieren. Und wie gesagt, wenn ihr das Abi in der Hand habt, habt ihr auf jeden Fall beruflich richtig was sicher. Ihr könnt geile Sachen studieren, ihr könnt einfach... ja. Und für alle, die jetzt glauben, ich brauche doch voll das, voll den guten Abischnitt. Bullshit, Leute. Ihr braucht keinen mega guten Abischnitt. Ihr könnt vielleicht, wenn ihr, keine Ahnung, Arzt werden wollt oder Notar, da ist natürlich Sinn... Die Map hatten wir doch schon mal, oder? Die kenne ich irgendwie. Dann sollte man natürlich einen guten Schnitt haben, aber durch Wartesemester, Auslandsstudium und so weiter kann man das Ganze auch umgehen. Ob man das machen will, ist halt die Frage. Aber wenn man halt nicht schlau genug ist, ich meine... Schaut euch manche Leute an. Ich habe hier an der Schule auch welche, die habe ich gehasst, Alter. Manche Freunde von mir, die setzen sich mal abends mal hin, lernen eine halbe Stunde und am nächsten Tag haben die einfach mal die beste Note in der Klausur. Ey, da denkst du dir selber, der stundenlang gelernt hat, denkst du echt, ey, what the fuck, will der mich verarschen? Ich habe mich hier hingesetzt und gerackert. Der setzt sich ein halbes Stündchen hin, hat eine bessere Note. Da kommt man sich schon verarscht vorher. Aber manche sind schlauer, manche nicht. Ich bin, ja, immer sagen, normal einfach. Ich kann einfach nicht mehr. Also ich müsste wahrscheinlich mich um in Mathe, habe ich jetzt 4 Punkte gehabt im Abi. Perfekt. Ich dachte, ich habe 0, deswegen auch so mega Schiss und so. Ich habe für Mathe so viel gelernt und dann sitzt du im Abitur da und denkst dir, Alter, was ist denn das? Also jetzt kriegst du einen Zettel. Kriegst du das so dann, ich nehme jetzt einfach mal hier den Comic hier, so kriegst du ihn so. Ja, komm, einfach. Schaust du dir so an? Ja, komm, einfach. Und dann sitzt du da und denkst dir, Alter, was denken sich diese Leute aus dem Ministerium? Was machen die da? Ich finde allgemein übrigens diese ganzen Regelungen des Ministeriums. Ministerium ist ja eh scheiße, aber die Regelungen sind so bescheuert. Ich meine, man braucht, um das Abi zu kriegen, mindestens in den schriftlichen Fächern die Note 1, 4, 5 und im Kolloquium 8, 7. Genau, 8 und 7. 2 Kolloquiumsprüfungen, 3 schriftliche. Davon ist bei uns deutsche Mathe Pflicht gewesen. Warum auch immer. Kunst habe ich zusätzlich genommen, hatte ich jetzt 9 Punkte. Ja, war jetzt ein bisschen scheiße, aber Kunst halt, ne? Da kannst du nicht viel beeinflussen, musst halt auch nichts lernen. Das ist halt der Vorteil. Da hast halt deine Note sicher, ohne zu lernen.
für die Leute, die eine gute Note haben wollen, ist Kunst nicht so gut. Ich kenne zum Beispiel meine Cousine, die hat zum Beispiel Musik genommen, obwohl sie in Kunst immer 1er, 2er hatte, aber sie hat Musik genommen, weil sie nur eine 1er wollte, ja, also richtig krass. Ist jetzt auch irgendwie, was will die eigentlich werden, ich weiß gar nicht, irgendwas Chemie-Scheiße. Interessiert doch keiner, ganz ehrlich. Da will doch keiner werden. Ja. Und jetzt nochmal was ganz anderes. Was bedeutet eigentlich jetzt, dass ich das Abitur, was bedeutet das für euch? Also im Prinzip kann es euch ja egal sein, aber Leute, so ist das hier nicht, weil jetzt, da die Schule beendet ist und ich erstmal noch nicht studieren werde, sondern erstmal schauen werde, was ich studieren will, werde versuchen, ein Praktikum bei Pixar zu kriegen. Das wäre, boah, das wäre mega krass, wenn ich das schaffen würde, ein Praktikum bei Pixar. Ich liebe die Filme, ich liebe der Art Design und, boah, das wäre so geil. Das wäre so meine nächste Etappe, aber für euch bedeutet das erstens viele Let's Plays. Es wird viele geile Let's Plays geben, viele Projekte. Saints Row wird natürlich zu Ende gezockt. Schon seit einem Jahr sind wir da im LPT beschäftigt. Das bedeutet auch, dass ich einen neuen Kanal machen werde. Ich zeige euch mal ganz kurz ein kleines Bildchen dazu. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier einblenden. Das ist das Hintergrundbild. Und ich freue mich so mega auf den Kanal. Ich bin mit Panini, also diejenigen, die hier DC und Marvel publishen. Verlag oder Publisher? Ich weiß gerade gar nicht. Paninis? DC ist so eigentlich ein eigener. Ich weiß gar nicht. Oder bin ich jetzt echt ein bisschen verwirrt? Mit denen bin ich schon in Kontakt. Die werden mich da unterstützen, weil die Idee, finden die Idee auch richtig geil. Das wird ein Comic-Kanal, habe ich vor, weil ich ja, ich liebe einfach Comics. Ich habe hier, ja, hier zum Beispiel. Sieht man das hier? Catwoman. Richtig guter Comic. Und das Geile ist, Leute, pass mal auf hier. Ich muss ja ganz kurz hier. Man kann es wahrscheinlich nicht lesen, aber hier unten steht limitiert auf, irgendwo hier, 333 Exemplare und unterschrieben vom Künstler, Gil March. Richtig netter Typ, habe ich auf der Erlanger Comic-Messe kennengelernt und der hatte den Spaß hier echt mega cool drauf, mega nett und so, hat den Spaß unterschrieben. Ich war der glücklichste Mensch auf der Welt für diesen Moment und dazu wird es einen Kanal geben. Das bedeutet im Prinzip, meine Idee ist so, dass ich irgendwie einen Tag der Woche, vielleicht Samstag oder so, um 16 Uhr habe ich also einfach mal so, wäre jetzt so eine Idee von mir, wird es Comic-News geben. Also was geht ab mit Comic-Verfilmungen, Comic-Spielen, Comics natürlich. Was tut sich auf dem amerikanischen Markt? Ich werde mich natürlich hauptsächlich auf den deutschen Markt konzentrieren, weil vom amerikanischen Markt haben wir ja nicht so viel hier in Deutschland, leider. Die kriegen ja die Serien, die sind ja schon, ich weiß gar nicht, die sind auf jeden Fall von den Serien her viel weiter vorne als wir. Alter, ohne Spaß, das Hindernis ist ja echt nicht einfach. Also eben hauptsächlich den deutschen Markt anschauen, was da so abgeht. Und ja, eben auch Comic-Verfilmungen. Jetzt kommt ja Guardians of the Galaxy bald raus. Dazu News. Zu allem, was die Comic-Welt so bewegt. Da werde ich auch vor der Kamera stehen und so, da freue ich mich mega drauf. Das erwartet euch, es erwartet euch wie gesagt viele neue LPs, wahrscheinlich auch vielleicht in Full HD, mal schauen. Werde mir eine Grafikkarte gönnen, vor allem eben wegen den Spielen, die jetzt bald kommen werden. Aber ohne Spaß, das Internet ist ja echt tricky. Alter, und das bedeutet einfach für euch, dass der Kanal richtig abgehen wird. Also ich werde da wirklich viel machen, weil ich eben jetzt auch gerade sehr viel Zeit habe. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall mega drauf freuen. Den Kanal, den werde ich dann bald irgendwie mit einem Trailer oder so ankündigen. Da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, gerne abonnieren. Das wäre natürlich super. Und das heißt nicht, dass dieser Kanal jetzt hier irgendwie ausstemmt. Boah, geil, wir haben es geschafft. Auf keinen Fall. Ich liebe Games und ich zocke auch wirklich für mein Leben gern. Deswegen wird es LPs weiterhin geben, aber eben einmal die Woche Comic News, weil ich mich irgendwie so ein bisschen von der Masse abheben will und ich habe da Bock drauf. Ich habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, Nino hat mich dazu inspiriert, also Nino von hier, Nino Taku, oh, noch 6% Kamera, der hat mich wirklich dazu inspiriert mit seinem Kanal Nino Taku TV. Da macht er ja irgendwie einmal die Woche News über Mangas. Aber ich habe mich auf YouTube umgeschaut, Alter, es gibt so viel Zeug zu Mangas und Animes. Sind auch nicht wirklich jetzt meine Lieblingsliteratur, wenn ich das so sagen darf.
kann damit jetzt oft nicht so viel anfangen, obwohl ich Dragon Ball Z und so mega geil finde. Hab damals wirklich mega viel Dragon Ball gelesen, immer von der Bücherei ausgeliehen und dann zu Hause gelesen. Und dann habe ich mal nachgeschaut, Moment, da gibt es eigentlich irgendwie, der was über Comics sagt? So, was geht in DC, was geht mit DC, was geht mit Marvel? Warum wurde Ant-Man letztens, warum ist der Regisseur abgestiegen und so weiter und so fort. Dazu gibt es auf YouTube wirklich nichts. Also so gut wie nichts. Es gibt ein paar, die machen so kleine Videos, so Reviews zu Comics. Das will ich aber nicht machen, weil, wie gesagt, dazu gibt es schon was. Und ich werde natürlich ab und zu ein paar Comics vorstellen. Also Neuheiten halt eben. Aber ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ja, das ist toll, das ist nicht so toll, weil da bin ich auch nicht der Fachmann zu oder so, der jetzt die Mega-Beurteilung abgeben kann. Ich kenne mich natürlich mit Comics aus schon, sonst würde ich den Kanal nicht machen. Wir haben es geschafft, Alter! Aber Comic-Reviews finde ich ein bisschen öde. Also nur jetzt sich da hinsetzen und so einen Comic hinhalten, hier, das hier ist Catwoman und in diesem Comic geht es um Catwoman. Eine Sexszene mit Batman gibt es auch. Moment. Moment. kann man es wahrscheinlich nicht so richtig erkennen hier. Da geht es auf jeden Fall heiß her. In dem Comic hier. Übrigens der erste, der ist schon ein bisschen länger her, aber meiner Meinung nach fast der geilste von den mittlerweile 3 Paperbacks. Müssten das sein. Ich glaube schon, 3 müssten es davon. Der dritte war ganz schön scheiße. Ja. Ja, das war einfach mein kleines Trial-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen für mich freuen. Also, es tut. Ich meine, klar ist es jetzt scheiße, wenn man noch in der Schule ist und so. Also, wenn man dann irgendwie andere Leute sieht, die halt schon die Schule beendet haben und jetzt in nächster Zeit erstmal nichts mehr lernen müssen oder so, nicht mehr früh aufstehen müssen. Aber Leute, ich habe das auch durchmachen müssen. Jetzt am Ende, das ist einfach die Belohnung dafür. Und ja, was soll noch dazu sagen? Ja, ich schaff das auf jeden Fall. Also, Schule ist eigentlich eine chillige Sache, aber irgendwann, so die letzten Monate halt, Abiturzeit, anfangs noch gechillt und irgendwann wird es dann echt so ein bisschen stressig. Aber ich bin wirklich jemand, der wirklich kein Streber. Also, mich interessiert, mich hat das der Schulstoff nie so richtig interessiert. Die Lehrer sind schlecht, viele Lehrer sind schlecht und demotivieren auch noch. Die Notenvergabe ist in der Schule einfach ungerecht und subjektiv, sehr oft leider. Das sind alles Sachen, die ich so in der Oberstufe dann irgendwann erkannt habe. Ich habe dann irgendwann erkannt, Alter, die verarschen doch hier einen und man fühlt sich einfach schlecht behandelt. Das merkt man einfach irgendwann. Und, aber da muss man einfach durch. Da muss man einfach an sich selber glauben und sagen, ja, Alter, ich schaff das. Ich war jetzt hier 10 Jahre auf der Schule. Die 2 Jahre, die schaffe ich jetzt auch noch. Und mit der Einstellung bin ich da rangegangen und habe es dann zum Glück geschafft. Dann kann ich jetzt hier meinen Fahrer nicht anpassen. Was soll die Scheiße? Ja. Ah, jetzt hier, so. Wir müssen den mal ein bisschen anpassen. Ja, warum kann ich das hier nicht kaufen? Was braucht man denn dafür? Der wäre voll geil gewesen. Ne? Oh mein Gott, sieht das scheiße. Und dann hält man das wirklich durch, also es ist... Es ist zwar, ja, irgendwie hart und so, es ist halt echt so, man merkt irgendwann in der Oberstufe wirklich, dass man... dass die Noten einfach wirklich teilweise willkürlich sind. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Geokolloquium gehabt, hab 7 Punkte bekommen, glaube ich, 7 Punkte, Moment. Mal kurz schauen hier. So sieht so ein Zettel hier aus. Da steht das hier drauf. Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur. Da mein Name. Da Geo 7. Obwohl ich jede Frage beantworten konnte. Vielleicht jetzt nicht mit den ganzen Fachbegriffen oder so, aber ich konnte jede Frage beantworten und meine auch, dass mein Referat ganz gut war, aber naja. Das sind halt so Sachen, wo man dann am Schulsystem einfach das Zweifeln anfängt und ich glaube, das ist auch. Weiß nicht, das ist halt so. Ja, die Farbe hier anpassen. Ah, die brauchen so ein Türkis hier. Oh, nee, Moment mal. Kann ich den Helm hier nicht anpassen? So farblich? Nee, kann ich nicht. Naja. Und ich hatte zum Beispiel im Seminar, das war die geilste Scheiße,
wenn ich motiviert wäre, würde ich natürlich da irgendwie, wenn ich Anwalt hätte oder so, würde ich dagegen natürlich rechtlich vorgehen. Aber ich habe zum Beispiel, die hat mir, was hat die mir für eine Note gegeben? Dreier oder so. Ich war jedes Mal anwesend, ganz ehrlich. Ich habe zwar viel Scheiße gebaut, aber auch sehr viel Produktives. Also, naja. Naja, das sind alles Dinge, die halt so ein bisschen scheiße sind, aber naja. So, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf euch, wenn ihr bei meinem neuen Kanal vielleicht mit dabei seid. Freue mich auf weitere coole Projekte mit euch. Bedanke mich ganz herzlich. Wir haben jetzt, glaube ich, schon fast... Ich glaube, der Kanal gibt es jetzt schon fast 2 Jahre, oder? Ich weiß gar nicht. Ganz schön krass. Kommt mir vor, als wäre der erst ein halbes Jahr alt. Ja. Und ciao.